Du hast ja noch gar nichts von der Fahrt nach Köln erzählt. Wie war es mit deiner Klasse? Es war anstrengend, aber gut. Ich bin ja gern mit den Schülern unterwegs. Es ist so anders als in der Schule. Aber vorher muss man alles Ich organisieren. weiß, das machst du nicht gern. Du bist lieber in der Klasse. In der Klasse und draußen. Am liebsten mache ich mit den Schülern Projekte. Das macht ihnen Spaß, sie arbeiten selbst und ich kann sie beraten. Da lernen sie auch am meisten. Aber Aber was? die Schule beginnt viel zu früh am Morgen. Um 8 Uhr sind die Schüler noch nicht wach. Das ist einfach blöd für die Schüler und die Lehrer. Aber wenigstens muss ich meistens nicht am Wochenende arbeiten, wie du. Naja, der letzte Monat war schon stressig. Diese Baustelle ist einfach schwierig. Aber das Haus muss in 3 Monaten fertig sein. Ich muss da die Termine einhalten. Das nervt manchmal, klar. Aber es ist einfach so. Letzten Samstag hast du den ganzen Tag gearbeitet. Das finde ich immer schade. Das passiert nicht oft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja dann an einem anderen Tag später beginnen oder ganz frei machen. Du schon, aber ich nicht. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Wenn dieses Haus fertig ist, dann wird es wieder besser. Und wir haben den Urlaub. Ich kann dieses Jahr 3 Wochen am Stück frei machen und habe dann immer noch 2 Wochen in diesem Jahr. Naja, deine Ferien sind natürlich länger. Ist ja schon gut. Ich weiß ja, dass alle denken, wir Lehrer haben zu viel Urlaub und Ferien. Egal, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Und ich mag meinen Job ja. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf einer Baustelle die Arbeit von anderen kontrollieren muss. Das ist mega stressig. Da gibt es oft Probleme. Zu den Behörden gehen und verhandeln, das braucht Zeit und Geduld. Das macht mir eigentlich Spaß. Du sag mal, wann. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Berg ist ein wichtiger Kunde. Hast du die Fahrkarten gekauft? Puh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Du hast doch die App. Kauf schnell die Karten und reservier uns 2 Sitzplätze. Die Züge sind immer sehr voll. Mist, mein Akku ist fast leer. Komm, wir kaufen sie am Automaten. Oh je, bei den Automaten stehen aber viele Leute. Schau, am Schalter ist nichts los. Und ich schreibe noch schnell Isa, dass ich heute Abend nicht da bin und erst morgen wieder nach Hause komme. Ich habe es ihr heute Morgen nicht gesagt. Hast du auch vergessen, wohin wir heute fahren? Ich glaube zur Firma Wiesbaden in Berg. Haha. Oh, wir sind ja schon dran. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt gleich um 9:30 Uhr. Der nächste Zug fährt um 9:37 Uhr auf Gleis 5. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen. Um 11:33 Uhr kommen Sie in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen, am besten so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart 11:08 Uhr, Umsteigen in Frankfurt. Ja, das ist gut. Möchten Sie auch Plätze reservieren? Ja, bitte. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Gang oder Fenster? 2 Plätze nebeneinander, bitte. Gut. Haben Sie beide eine Bahncard? Ich habe keine. Und du, Andreas? Ich auch nicht. Das macht dann 204 € für beide. Zahlen Sie mit Kreditkarte? Ja, bitte. Hier sind Ihre Tickets und der Beleg. Vielen Dank und eine gute Reise. Danke, auf Wiedersehen. Jetzt aber schnell zum Zug. Kein Stress. Wir haben noch 3 Minuten. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden?
Hier, Rheintheater Wiesbaden, der Besuch der alten Dame. Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich suche mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal. Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich hab auch schon eine Idee. Einem. Ihren. Dem. Einen. Unseren. Im. Deinem. Eins. Der Mann von Marlies hilft im Geschäft mit. Zwei. Manchmal fährt Marlies mit dem Auto nach Memmingen. Drei. Mit seinem neuen Lastwagen fährt Markus in andere Länder. Vier. Seinen schönen Lastwagen möchte er nicht mehr gegen den alten Job tauschen. Gespräch 1. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Münch. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Kann ich Herrn Weiß sprechen? Wie ist denn Ihr Name, bitte? Lindner, Lars Lindner. Einen Moment bitte, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Lindner. Herr Weiß ist heute krank. Ach so. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also wir haben hier ein Computerproblem im Laden. Du, Manni, sag mal, was ist nochmal mit den Computern los? Das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Ja, also das Rechnungsprogramm läuft nicht auf den neuen Computern. Herr Weiß hat gesagt, er kommt vorbei, wenn es Probleme gibt. Aber jetzt ist er ja nicht da. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Ja, in Ordnung. Haben Sie etwas zu schreiben? Moment, gleich. So, jetzt. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch... Ja, habe ich notiert. Also, tschüss. Wiederhören. Gespräch 2. Firma IT Perfekt, mein Name ist Christina Mönch. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Mein Name ist Sascha Klein. Kann ich bitte mit Herrn Weiß sprechen? Einen Moment, ich verbinde. Tut mir leid, Herr Klein. Herr Weiß ist heute krank. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also gut. Wir haben hier bei uns im Laden ein Problem mit der neuen Computeranlage.
Herr Weiß hat gesagt, er kann vorbeikommen, wenn es Probleme gibt. Gut, dann gebe ich Ihnen jetzt mal die Telefonnummer von einem anderen Kollegen im Außendienst. Haben Sie etwas zu schreiben? Ja. Also, die Nummer von Herrn Petri ist 0162 901 301 492. Er kann sicher auch noch heute bei Ihnen vorbeikommen und das Problem dann hoffentlich lösen. Sehr gut. Ich wiederhole nochmal die Nummer. 0162 901 301 492. Ja, genau. Super, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.